Lass deinen Blick schweifen. Ich lasse meinen Schweif blicken. Da hinten, wo die eine Nebenquest ist, ist noch was auf jeden Fall. Und ansonsten sind hier mehrere Sachen. Um was handelt es sich denn hier alles? Hier haben wir einmal eine Ausrüstungstruhe. Jawohl, die holen wir uns auf jeden Fall. Die zwei hier hinten. Hier ein Buch. Da drüben. Außerhalb der Stadt. Unterirdisch. Ein Rätsel. Das Rätsel sparen wir uns. Also hier ist ein Buch und eine Kiste. Das heißt, da, wo die Nebenquest noch ist, circa in der Ecke, ist dann die letzte Ausrüstungstruhe. Gut zu wissen. Gucken, wie lange ich jetzt brauche, um an diese Kiste ranzukommen. Womit haben wir es denn hier zu tun? Ich sehe schon wieder Sprengfässer und ich sehe Wachen. Ist das ein Sperrgebiet? Ja. Der Seifenkocherbezirk ist ein Sperrgebiet. Vor uns kann sich nichts verstecken. Mit sehr vielen explosiven Ölfässern. Einigen Ausrüstungs- und Materialtruhen, die müsste ich mir eigentlich auch mal mitgönnen. Blendet ganz schön gerade. Also, könnten wir hier. Was aus dem Visier geworden ist? Nicht dem neuen Visier, ich meine den alten. Okay. Da ist noch einer. Felix, das sind hier auf jeden Fall wieder die Passanten. Ruhig.
Ah, da hinten irgendwo ist auch wieder eins von diesen Artefaktdingern. Das ist gut. Die brauchen wir auch noch. Du sitzt hier zwar nur und machst nichts, aber du bist trotzdem gefährlich. Und ich möchte viele Aufladungen für meine fiese Spezialfähigkeit. Glaube ich gerade keine... Ich habe keine Wurfmesser mehr. Schade. Jetzt habe ich wieder welche, okay. Das war ganz schön laut. Was? Jetzt stirbst du! Oh. Ah. Aber vielleicht kommen wir hier erstmal wieder weg. Da bist du ja. Wenn du mal nicht an den Kanten Ach, hängen bleibst. Das war auch sehr nice. Okay, das war ja dann gerade nur halb furchtbar. Dann kann ich dieses Messer nicht mit einsammeln, weil es mich nicht lässt. Sehr gut. Nehme ich. Auch wenn es nur eine Rauchbombe ist. Jedes bisschen zählt. Komme ich an den Rand von oben? Nee, der ist irgendwie im Haus. Ich hoffe, der sieht mich hier gerade nicht. Wow. Star-Kletterer, du. Hier noch überall Leute. Weil wir müssen ja hier dann wahrscheinlich wieder irgendwas sprengen und das ist im ungünstigsten Falle laut und fällt auf.
die Schachta! Warte! Geht ihr da gucken? Kann ich den von hier aus? Ja. Wing, sehr gut. Zeit zu verschwinden. Schnauze, Lady. Also die Tür ist von der Seite verschlossen. Nichts anderes habe ich erwartet. Geh mal da runter. Geh da runter. Latsch mal über eure frisch gemachte Seife, dann riechen meine Füße gleich mal besser. Das kann ich kaputt hauen. Seifenlieferung. Wir freuen uns, mit euch so besser aus meinen Seifen teilen zu können. Wir haben die Proben deutlich mit nur zur äußerlichen Anwendung nicht verzehren gekennzeichnet. Allah, gib mir Kraft! Wo kommst denn du jetzt plötzlich her? Ich lese hier gerade alles über die Dattellieferungen. Seifenlieferungen. Bin beschäftigt. Verbesserungsplan Zandschwert des Aufbegehrens. So, dann verkrümeln wir uns hier. Hat ja relativ gut geklappt eigentlich. Zumindest sind wir aktuell nicht maximal gesucht oder so. Das ist ja schon alles, was ich will von so einer Mission. Dann hole ich das Buch da hinten noch. Und dann gucken wir zu der Seitenquest. Neben Sidequest. Die Seitenquest von Seitenbacher. Nebenquest. Ah, da muss ich in das Haus. Nicht durchs Fenster. Was auch immer das jetzt gerade gebracht hat. Ah, dass ich die Tür aufmachen kann, okay. Ah. Doch, aber vorhin. Ups, gar nicht. Was siehst du? Da noch irgendwo eins von diesen. Von diesen Artefakten, die wir für diese ISO-Artefaktkammer brauchen. Irgendwo, aber war das. Das war wahrscheinlich dann in der Ringstadt. Das war, glaube ich, in die Richtung, ne? Das wird das hier gewesen sein. Weil sonst müsste es uns das ja eigentlich golden anzeigen. Da ist es ja, das ist in der Ringstadt. Okay. Das heben wir uns dann auf, bis es soweit ist. Ach komm, weil es direkt hier ist, nehme ich das Rätsel noch mit. Sonst stört mich das doch die ganze Zeit noch, wenn ich das nicht mitnehme. Vielleicht ist es ja auch ausnahmsweise mal wieder eins, wo ich verstehe, was es von mir möchte.
Komme ich irgendwo aus der Stadt raus? Dann halt über die Mauer auch, wenn sie mich da nicht leiden können. Ja, ja, ich gehe schon. Ich geh schon weg. Irgendjemand das Grab in Rätsel geklaut, okay. Das zählt zur Wildnis. Was sagt jedes Rätsel? Ali wird es verraten, doch ein Ziel, dessen Versprechen einst hell erstrahlte, ist nun mit deinem Blut verkrustet. Ich werfe meine aufständische Klinge nieder und hinterlasse das von meinem Leben verbleib nördlich der Oase in dem Dorf meiner Geburt. Mein altes Heim verschlingen die Wellen, sogar an der Kuppel nagen sie. Wenn es einst untergegangen ist, werde ich mich vielleicht wieder reinfühlen. In der Oase. Nördlich der Oase in dem Dorf meiner Geburt. Und das ist dieses Dorf, was irgendwie untergeht. Wo wir ja schon mal waren. Wo war das nochmal? Das war das hier, glaube ich. Das ist dann die Oase? Bei dem Dorf? Weil das ist ja das Dorf, was irgendwie untergeht. Und das ist eine Oase. Nördliche Oase. Und im Norden davon hat irgendwer irgendwas hinterlassen. Gucken wir mal, ob ich das jetzt spontan finde. Bleib doch nicht wieder in dem Heuhaufen stecken, Junge. Wann kommt das Update? Danke. Machen wir es halt so. Wer braucht schon einen Adlersprung, wenn man auch einfach zu Fuß gehen kann? Nur die Frage, ob ich checke, wo das ist. Können wir da gucken an dem Oasenzipfel da im. Ist das überhaupt Norden? Hier irgendwie was versteckt, zufällig. Hinterlasse, was von meinem Leben verbleibt, nördlich der Oase in dem Dorf meiner Geburt. Ach so, also wir müssen in sein altes Heim. Also ein Haus, was im Wasser ist, mit einer Kuppel drauf. Okay, jetzt check ich's. Das Heim nördlich der Oase, das haben die gemacht. Es müsste doch zu finden sein. An sich werden diese Rätsel wahrscheinlich halt auch einfach ein bisschen einfacher, je nachdem, wie weit man halt schon rumgekommen ist. Weil man dann halt gewisse Orte schon erkennt.
Also. Interessante Grafikfehler da hinten in der Umgebung. Folgen dem Wasser ein bisschen. Wirklich interessante Grafikfehler da hinten. Ich hoffe, das nicht irgendwelche nachteiligen Bedeutungen für mich. Also, irgendwo ist ein Haus, was untergeht, was eine Kuppel hat. Und da drin sind Schätze. Da drüben nehme ich an, das sieht doch aus, als hätte es eine Kuppel. Und das sieht wirklich sehr untergegangen aus. Alles mal des Aufständischen. Ah, okay, das ist gar kein richtiger Grafikfehler. Das ist nur, weil da die Spielwelt zu Ende ist. Ist das so ein Animus-Ding. Hoffe ich. So, und wir haben wieder ein Talisman bekommen. So ein Pömpel-Püschel. Wow. Es lohnt sich halt echt irgendwie null mit diesen Talismanen. Wenn die halt wenigstens irgendwelche Buffs oder irgendwelche Fähigkeiten hätten, aber die sind halt einfach wirklich nur zur Deko. So. Geh auf Erkundungsflug. Da ist ja mein Ziel. Nein, es ist zu gefährlich in Kido. Okay, hier kann ich mich nicht umschauen, weil Palast und Leute. Aber da hinten in dem Turm ist der, der meinen Vogel abschießt. Also wenn ich den zuerst ausschalte, kann ich meinen Vogel wieder benutzen. Und ich kann natürlich auch schon direkt wieder in Heuhaufen stecken. Es ist zum Haare rauf. Ganz ehrlich. Und also zumindest bei mir ist es ja jetzt ja nichts, was allzu selten vorkommt. Das muss doch schon anderen Leuten auch aufgefallen sein. Dass sowas nicht beim Testspielen irgendwie auffällt. Hab ich jetzt direkt raus oder bleibe ich wieder hängen? Ich bleib wieder hängen. Okay, ja, toll. Ich lade gerne 25 mal neu. Muss ich halt umständlich den Turm runterklettern. Das ist auch nervig. Aber wenn mir das Spiel keine andere Wahl lässt, dann muss ich das halt so machen. Das ist... Das will halt dich halt hoch fest. Oh, dann nochmal kurz meine ganzen Sachen alle auffüllen. Dass ich vorbereitet bin. Wenn ich mit dem Händler reden darf. Das hatten wir vorhin auch schon. Sei gegrüßt. Willkommen. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich um. Für das richtige Geld zeige ich dir auch noch viel mehr. So. Sehr nützliches Werkzeug. Ich kann theoretisch auch so Bauteile kaufen. Teuer wird das? Geht sogar. Für 100 Stück? 400 Geld für 100 Stück? Nehme ich. Eine weise Wahl. Ist das dann alles? Ich muss aufbrechen. Bis dann. Okay, das ist cool. Dann brauchen wir gar nicht zwingend die ganzen Nebenmissionen oder zumindest so viele Nebenmissionen, um unsere Sachen zu upgraden. Das finde ich gut. Ich werde sie natürlich jetzt trotzdem machen, weil es mich halt interessiert, storytechnisch. Aber wir müssen zumindest nicht krampfhaft alle davon machen, bloß um unsere Sachen zu upgraden. Das ist der Ort. Sei meine Augen, Hilde.
Ja, der wird instant abgeschossen. Okay. Das Wagen ist zwar zu groß, Adiki. Verzeih. Das geht schon mal nicht. Aber was haben wir denn hier drüben zum Beispiel? Nein. Lass es einfach. Lenke ihre Aufmerksamkeit auf dich. Folgen wir mal dieser Gruppe unauffällig. Dann sind wir zumindest schon mal auf dem Gelände. Dieser Wächter, der mir zugetan ist, sagt, dass sie und Alis Leute den Prinzen stürzen wollen. Mal gucken, wo die hinlaufen. Haben die auch so eine Alarmglocke? Sonst ist hier nämlich echt viel los. Um die Ecke sind halt noch zwei. Ich könnte halt theoretisch meine Spezialfähigkeit nutzen. 5 Leute kriege ich damit tot. Ich weiß nicht genau, wie viel Range die hat. Aber das wird dann auch wahrscheinlich denen da drüben auffallen, eventuell, und den Passanten halt wieder. Und die Passanten sind halt das, was mich am meisten stört. Ich probier's. Den hier. Die beiden. Komm, ich seh den doch. Lass ihn mich anwählen. Jetzt. Hier. Wir probieren's. Da liegen hier zwei Leichen rum, was ein bisschen ungünstig ist. Aber zumindest schon mal 4 Leute weniger. Ich muss hier schnell weg. Und immerhin sind wir nicht so sehr aufgefallen, dass wir ein Gesuchtheitslevel kriegen. Gut, die zwei Typen da drüben, die stört es null. Ja, schreit nur noch ein bisschen mehr rum, es ist mir wurscht. Hast du dich versteckt? Glückspilz. Auch du wirst Fehler machen. Das davon ist leider auszugehen. Das Fehler machen kommt bei mir dann doch relativ häufig vor. Soweit so relativ gut. Da oben, der auf dem Turm, das ist der, den ich brauche, dass ich meinen Adler nehmen darf. Hier steht direkt einer. Das machen wir mit der klassischen Methode. So. Enkidu kann jetzt sicher kundschaften. Das finde ich schön. Können wir uns hier mal ein paar Wachen markieren?
Das war hier, glaube ich, die Area, die mal in irgendeinem Vorschau-Dingens zu sehen war. Ja, ich glaube, da haben die diesen Assassinenfokus gezeigt mal. Ich sehe auch jetzt gerade erst, dass die Nebenaufgabe ist, keinen Schaden zu nehmen. Auch toll. Ich habe gar nicht drauf geachtet, weil ich eh immer davon ausgehe, dass ich die nicht mehr hinkriege. Aber bis jetzt, jetzt haben wir's. So, es ist hauptsächlich wichtig, was hier drin für Wachen los sind, unterwegs sind. Ich die zwei noch irgendwie unauffällig loswerde, eventuell. Ich meinen Fokus noch ein bisschen aufladen kann, weil dann könnte ich da in der Mitte ganz gut aufräumen. Weil das wären gerade 5. So, der da hinten steht nur an seinem Tisch und macht nichts. Das ist gut. War sein Liebling ein Spitzel? Vielleicht hat er sie deshalb einsperren lassen. Ich hoffe, ich komme aus diesem Haufen später wieder raus. Sonst muss ich das Ganze nochmal von vorne machen. Ja, aber die laufen hier beide so vorbei, dass ich die aus diesem Haufen hier eliminieren kann. Merkwürdig. Augenblick! Okay, ich komme hier wieder raus, das ist gut. Ich hole mir den hier mal rüber, nicht, dass die von der Tür aus mich da sehen. Fühlt sich leider nicht so gut auf, wie ich das gerne hätte. Aber deswegen gibt es ja diese eine Fähigkeit, dass er sich schneller auffüllt. Würde man sonst ja nicht brauchen. Ich will auf jeden Fall oben rum. Hat er gerade einen Aufzug gesehen? Nee, es war eine Bank. Ich hoffe, dass ich nur 3 Aufladungen habe. Das kann theoretisch gehen. Aber in der Demo hatten die auch nur 3 Aufladungen. Ich habe eine Idee. Wenn ich den da links ausschalten kann, dass der verpufft und ihn keiner sieht. Dann kann ich den Fokus benutzen, um erst den da unten zu meucheln und dann 2 hier oben. Und dann müsste ich da oben eigentlich versteckt sein, ohne dass es auffällt. Also der da unten würde das sehen, aber mich dann vielleicht nicht. Der würde dann nur die Leiche sehen. So, das merkt keiner. Vielleicht kann ich den tatsächlich auch noch mit ausschalten, ohne dass es auffällt.
Wir probieren's. Geh aus dem Palast und nimm dabei keinen Schaden. Wenn ich das jetzt noch schaffe, dann kann ich hier wieder zurück und mir dann die Kiste holen. Dass ich Hauptsache erstmal die Aufgabe quasi erledigt habe. Abgeschlossen. Perfekt. Und wir haben nicht mal Schaden genommen. Wir haben sogar ausnahmsweise echt mal das Bonus-Ding geschafft. Bin sehr stolz auf mich. Ich freue mich. Wo hänge ich dran? Was ist mit meinem anderen Bein los? Alles sehr gesund aus. So, aber jetzt müssen wir da nochmal hoch, weil ich ja die Kiste noch haben will. Und wenn das hier schon irgendein Prinzenpalast ist, dann muss doch hier der gute Shit drin sein. Eigentlich. Wenn ich hier jemals irgendwo hochkomme. Zeige mir alles. So, wo genau ist die Kiste? Die ist hier so auf dem Mitteldeck. Was ist denn mal hiervon? Autsch. Au. Mich besiegt niemand. Eigentlich dürfte ich mich nicht heilen, weil ich dann mehr Schaden mache. Vielleicht komme ich da irgendwie über die Innenseite irgendwie. Und hier ist die Tür jetzt offen. Die war vorher zu. Und da ist die Kiste. Dankeschön. Verbesserungsplan, Zahnschmutter ist auch begehrens. Na gut. Besser als nix und wir haben es jetzt wenigstens. Wie cool, dass einfach die Tür jetzt halt mit offen war. Beschwere ich mich nicht. Sehr cool. Dann können wir doch mal unsere Blaspfeile aufwerten, dass ich die auch mal benutze.